und herzlich willkommen zu diesem Video. Wir haben heute ein Unboxing. Und zwar habe ich hier vier Tüten, von denen ich jetzt einfach eine mal willkürlich rausziehe. Ja, wir gucken einfach mal. Dieses hier. So, wir holen die Sachen raus und fangen direkt an. Einmal, zweimal. Gut. Das war's. Ich habe ja gesagt, dass ich in nächster Zeit und in letzter Zeit nicht mehr so viel bestellen werde, wie ich sonst immer bestellt habe. Immer so zwei, drei Bilder und das war's. Reicht ja auch völlig. Wir gucken dann einfach mal rein. Ich habe zwei Bilder ausgesucht. Und zwar hier. Und ich habe mir gedacht, nehmen wir mal zwei Bilder, die schön bunt sind. Ich kann mir schon denken, was jetzt hier drin ist. Ich weiß zwar nicht mehr immer genau, was in den Sachen drin ist, weil ich wirklich vor circa 4 Wochen oder so bestellt habe. 3, 4 Wochen. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Gucken wir einfach mal rein. Dann machen wir es so auf. Das andere mal zur Seite. Und müssen wir mal eben gucken hier wegen dem Licht. Ist heute sehr dunkel, das Licht, obwohl wir hier Licht im Zimmer anhaben. Aber nun gut. Wir haben hier... ich bin mir gerade nicht sicher, was für ein Bild das war. Ist schon länger her. Ich weiß nicht, warum das hier so dunkel ist. Ich guck mal eben... So, ist ein bisschen besser, ne? Ja. Ein sehr, sehr langes Bild. Ich bin mir gerade echt nicht so sicher. Wir haben hier runde Steine. Schöne runde Steine. Zwei Toolkits. Was ich sehr cool finde. Ja, man kann dann zu zweit dran arbeiten, wenn man möchte. Also die Steine sind rund und Acryl. Wir haben hier, wie viele Farben steht das hier? Ah, ich zeige euch mal die Vorschau und dann wisst ihr, was für ein Bild das ist. Moment. Also, wir haben hier die Vorschau. Und zwar habe ich hier so einen kleinen Baum. Hier drüber die Wolken und das und die Sterne und alles. Und hier richtig schön. Oh. Das Bild wird ein Traum. Leider nur mit runden Steinen. Ich liebe ja eckige Steine. Aber hey, dennoch ein tolles Bild. Richtig schön. Wir haben 25 Farben. 80 x 40 ist das Ganze. Und wir schauen uns jetzt mal den Kleber an. Kleber ist richtig gut. Sehr, sehr schön. Wir haben hier um die Felder herum Umrandungen. Das seht ihr hier für die runden Steine. Was ich nicht so toll finde, weil man die da durchschimmern, also durchschimmern sieht bei den Steinen, bei den Lücken. Aber für Anfänger ist es eigentlich recht gut, weil die so immer direkt auf das Feld kommen können. Also sehr schöner Druck. Gefällt mir sehr gut. Sehr schönes Bild, tolle Farben. Astrein. Gegossener Kleber. Und Top-Qualität. Also ich finde es sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Was ich an gegossenen Kleber so liebe, ist, dass sich hier keine Luftbläschen bilden können. Man kann es also ruhig so lagern, da passiert gar nichts mit. Absolut toll. Ja, und dann haben wir noch ein zweites Bild. Gucken wir auch mal rein. Wiegt ein bisschen was. Also sind da auch viele Steine bei. Gehe ich mal stark von aus. Jetzt klebt. So.
Ja, wir haben jetzt zwar so einen leichten Knick, aber das macht gar nichts. Das ist der Rand, der ist sowieso hinterab. Gut, hier haben wir... Oh, das riecht aber nach Kleber. Puh. Wir haben hier auf jeden Fall die DMC-Nummern dabei an der Seite. 24 Farben und wieder so ein langes Bild. Was habe ich mir denn da ausgesucht? Oha, oha, oha. Wir haben hier wieder runde Steinchen. Ein Toolkit mit zwei Stiften, ein großes Stückchen Wachs. Sehr schön, sehr schön. So, auf die Farben gehen wir jetzt aber auch mal näher ein. Und zwar haben wir hier schöne runde Acrylsteinchen. Ich muss ja sagen, so runde Steinchen-Typ bin ich eigentlich nicht. Aber wenn es Bilder sind, die ich gerne hätte und es die nur im Rund gibt, dann lasse ich mich auch mal schlagen, ja. Also, wir haben hier schöne runde Steine. 70 mal 40 das Ganze. Gucken wir mal, ob ihr das erkennen könnt. Ansonsten blende ich euch das nochmal ein. Man erkennt es nicht richtig. Also ich blende euch das Ganze jetzt mal ein. Und gepainted wird es dann sehr, sehr schön aussehen, denke ich. Bin so ein bisschen irritiert. Aber, also, hier sehe ich ganz viel schwarz. Das wird ja was. Warum bestelle ich mir immer so große Bilder? Warum? 24 Farben. Halleluja. Also, ich blende euch jetzt beide Bilder nochmal ein und kann euch sagen, diese Seite hat noch sehr viel Auswahl. Ihr könnt da wirklich eine Menge schöne Bilder finden. Macht es nicht so wie ich, nehmt nicht direkt so große Bilder. Ich glaube, ich hole mir bald nur noch Snackbilder. Auf jeden Fall sind es schöne Farben. Also ich bin sehr, sehr verliebt. Vor allen Dingen hier in dieses Bild, ja. Das ist zauberhaft. Zauberhaft. So ein schönes Bild. Ja. Okay, also das war's von meiner Seite. Ein ziemlich kurzes Video, aber zusammengefasst sehr, sehr schöne Bilder. Und ich freue mich auf das nächste Video mit euch. Ich hab euch lieb. Bleibt mir gesund. Bis morgen. Tschüss.